Herzlich willkommen unter unserer Kuppel, sage ich normalerweise, aber heute vielleicht herzlich willkommen unter unserer unsichtbaren Kuppel. Was wollen wir im OES Center? Also ich bin eben von der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft und wir fördern dort Projekte oder machen eben auch so Kompetenztrainings für Wissenschaftlerinnen, wo es um die Einbindung von Bürgerinnen in Forschungsprojekte geht. Und wir haben eben 3 Impact Labs und das dritte wollten wir im Bereich Gesundheit und Pflege machen und sind deswegen auf die Gesundheit Österreich zugegangen und haben dann recht schnell, so hat sich herausgestellt, dass wir was machen wollen zum Thema Caring Communities. Was uns sehr beschäftigt hat, auch im achtsamen Achten, ist, wie kann es gelingen, eigentlich noch viel stärker Menschen zu beteiligen, wo es schwierig ist, mit diesen klassischen Formaten, die wir hier initiieren in den Projekten, sie zu beteiligen und auch sozusagen auf Lebens- und Sorgerealitäten einzugehen. Das war so ein Ausgang. Also es geht um originelle Ideen, wie wir uns den öffentlichen Raum sozusagen wieder aneignen können. Und eben, weiß ich nicht, ich würde dann einen kleinen Chani-Garten machen auf meinem Parkplatz. Und der wäre dann ja nicht privat, weil der wäre mitten im öffentlichen Raum. Da könnte dann jeder, der will, sitzen bleiben und mit mir, müsste allerdings mit mir über das Lebensende reden. Das wären halt die Kosten. Letztes Mal einen spannenden Begriff, wo gelesen, also eigentlich gehört in einem Radiobeitrag, wo es über die Geschichte von Revolutionen in Europa gegangen ist. Also wann haben sich Gesellschaften und aus welchen Gründen und wie verändert? Und da ist der Begriff der sozialen Kipppunkte gefallen. Und diese spannende Frage ist, ob wir zunehmend solche sozialen Kipppunkte beispielsweise in der Betreuung von älteren Menschen erreichen. Und das wäre eigentlich ein Gedanke, dass man diese ökologischen Kipppunkte hin zu sozialen Kipppunkte denkt und dass die dann auch so was ermöglichen können. Es ist so, dass ja über 80% der zu Pflegenden von den Angehörigen oder Zugehörigen gepflegt wird. Dann gibt es in Oberösterreich ungefähr 1000 Pflegeheimplätze. Dann gibt es die mobilen Dienste. Das wird alles über das Land bzw. diversen Organisationen wie Volkshilfe, Rotes Kreuz, Caritas etc. organisiert. Und das Land überprüft auch diese Arbeit dieser Organisationen, prüft auch die Arbeit, die in den Altenheimen passiert. Nur diese Betreuung durch die 24-Stunden-Betreuerinnen ist sozusagen öffentlich freigegeben für den Wirtschaftsmarkt. Sorgearbeit ist die wichtigste Arbeit in unserer Gesellschaft, die muss aufgewertet werden. Die wird mehrheitlich von Frauen gemacht, deswegen muss sie einfach eben gesellschaftlich mehr Aufwertung finden, weil dann nämlich auch eben zum Beispiel Ausbeutung aus anderen Ländern zum Beispiel eben unmöglich gemacht wird. Für mich sind solche Gespräche wie heute, es gibt mir viel Energie und Kraft, weil man trifft neue Leute, knüpft neue Kontakte, es entstehen neue Synergien, vielleicht auch neue Initiativen, wer weiß. Guten Abend, ich bin der Werner, bin ein Urwartberger. Also habt ihr jetzt alle so schön Deutsch geredet, das hat mich fasziniert. Weil wenn ich den Zettel anschaue, dann fange ich mit dem ganzen Nix an, weil das ist alles auf Englisch. Ich habe nicht einmal deinen Verein verstanden, was du gesagt hast. Aber wenn ich da lese, Care Tour 23, weiß keiner Sau, was das ist. Die Frage war so, was haben wir mit unserer Gruppe vor quasi? Also was haben wir vor, wie kommen wir drauf, was sind die Bedürfnisse, was soll gemacht werden, wo soll die Reise hingehen? Und da haben wir uns natürlich wieder hochwissenschaftlich Methoden, aber Herangehensweisen überlegt, wie man das einfach herausfinden können. Und die erste war eben, dass man mit dem Günther und mit der Waltraud, also eben Raumplaner und Verkehrsplaner, Landschaftsplanerin, den ganzen Ort eben so, wie ihr vorher schon gesagt habt, zusammen abmarschiert sind und diskutiert haben, was passiert da, was funktioniert gut,
und was passt nicht so gut. Also, und was ich mir wünsche, wäre, dass es weiter so Plätze gibt, wo nicht nur die Ortsansässigen miteinander reden, sondern wo auch die von außerhalb kommen, von verschiedenen Gegenden. Weil ich glaube, das zahlt sich aus, dass wir uns einander anhören, auch wie unterschiedlich man auf die Sachen schaut. Ich bin auch Teil dieser Gruppe, eine Co-Forscherin, habe ich heute gehört. Was gibt es zum Sagen? Wartberg schläft und wir versuchen, die Plätze zu beleben. Mehr gibt es nicht zum Sagen. Verkehr von Caregivers schauen wir uns einfach unterschiedliche Räume an, eben eh schon Vereine, aber genauso auch öffentliche Räume wie ein Kaffeehaus, halböffentliche Räume wie Masseur, Friseur. Wo können die Sorge weiter transportieren? Wie können die auch Menschen ansprechen und sagen, hörst du, ich habe gehört, da ist das und das passiert bei dir, du weißt eh, dort und dort gibt es Unterstützung. Wir müssen wegkommen, gesamtgesellschaftlich, wenn wir dort das drängen, von dieser Vollkasko-Mentalität. Wenn irgendwas ist, irgendwer wird mir helfen. Irgendwer. Gemeinschaft und ja, in der Pflege ist es besonders wichtig, weil wenn man alleine da steht, dann ist es gleich aus, da kann man nicht lang. Und ich weiß es aus persönlicher Erfahrung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass es mehrere Ebenen gibt, beziehungsweise mehrere Institutionen, an die man sich wenden kann, dass man, wenn eine wegbricht, nicht alleine da steht. Wenn ich jetzt berufstätig bin und meine Mutter regelmäßig Unterstützung braucht, dann kann ich meine Mutter mit einer ganz lieben Ehrenamtlichen von Nachbarschaftshilfe Plus einkaufen gehen lassen. Da ist mir dann auch geholfen. Wenn man sich da eben vernetzt und miteinander an einem Strang zieht, dann kann man sich schon auch unter die Arme greifen und helfen. Wir haben uns am Beginn unserer Zusammenarbeit zu diesem Projekt natürlich überlegt, wie wir gewisse Dinge feststellen, erheben, erforschen können. Und eine Idee war, dass man in diesen Siedlungen im Messequartier in Reininghaus inklusive Spaziergänge macht. Das heißt, dass dort Menschen, die einerseits in der Siedlung wohnen und andererseits vielleicht dort auch über Lebensgroß ein Wohnangebot haben oder ein Beschäftigungsangebot, gemeinsam spazieren gehen, die Gegend erkunden. Habe mal mit einem Betreuer gestritten, es war das, dann haben wir, weiß nicht, 5 Minuten haben wir mal uns angeschrien und dann haben wir angefangen vernünftig reden und eigentlich, es war das, 5 Minuten später war wieder alles gut. Also ich habe Corona da in dem Bezug, wenn ich jetzt die Sachen höre, als großen Inklusionskiller erlebt. Ja, mir war noch wichtig zu sagen, und das ist auch in der Arbeit, die wir sonst mit dem Forschungsbüro Menschenrechte schon gemacht haben, immer sehr wichtig, dass es nicht darum geht, was zum Beispiel Menschen hier in der Gemeinschaft tun können für Menschen mit Behinderungen, um sie zu unterstützen, sondern auch, was Menschen mit Behinderungen für alle anderen Personen, mit denen sie wohnen, tun können. Und gerade bei diesen für sich sorgenden Gemeinschaften, also dieser englische Begriff Caring Communities, finde ich das sehr wichtig, so auch zu denken. Hier im Messequartier ist es eine ganz besondere Nachbarschaft, da ist schon sehr viel gelungen und ja, was ist Nachbarschaft? Man kann ja sagen, grundsätzlich was ganz Einfaches, das jeder kennt und auch jeder lebt. Andererseits ist es mitunter so, dass man Berührungsängste hat. Meldet euch bei mir, wenn einer das Mikro haben will.